wieder. Ich habe versucht, es unten durchzukriegen, ja, aber es geht nicht. Es krabbelt nicht drunter. Jo, dass ich jemanden kriege hier aus dem Ort. Aber ich wollte jetzt auch nicht weiter verscheuchen. Jo, ich kann dir gar nicht helfen. Jo. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Ja, ich bin ja wieder an dem Stellplatz in Ratzdorf an der Neiße-Mündung und bin da gestern Nachmittag angekommen, oder frühen Abend war es gewesen eher, ne? Und dann war ich echt kaputt gestern. Da ist nicht mehr viel passiert. Ich bin dann noch mit Deuten Gassi gegangen und habe noch ein paar schöne Fotos gestern Abend gemacht und danach war aber echt Schicht im Schacht. Ja, und dann kam der nette Herr, der kommt ja dann am Abend zum Kassieren und hat mir dann auch noch ein paar Broschüren dagelassen, was man dann hier so alles noch in dem Umland machen kann. Also bringt er einen dann ans Wohnmobil. Und ja, gestern war ja der Geburtstag meiner Mutter, also die wäre gestern 80 geworden und ja, ging es mir am Abend zuvor nicht so wirklich gut, wenn ich ehrlich bin. Und gestern auch nicht so. Und deswegen habe ich mir den Tag auch richtig vollgepackt gestern. Also, dass ich gefahren bin und was zu tun hatte, mich konzentrieren musste, aufpassen musste. Und dadurch, dass ich die Nacht zuvor wirklich nicht gut geschlafen habe. Ja, und wenn man so emotional halt auch berührt ist, ist man einfach auch irgendwie erschöpft dann im Allgemeinen. Habe ich dann heute Nacht echt gut geschlafen und bin echt wirklich todmüde gestern ins Bett gefallen. Das war auch gut so. Ja, und heute haben wir es ganz ruhig angehen lassen. Heute früh durfte ich ja dann schon Schäferin spielen, aber es ist mir nicht gelungen. Ja, da hatte sich ja dann Tatsache das Schaf verirrt. Ich weiß nicht, wie das da rausgekommen ist. Ich habe ja gedacht, dass ich irgendwo dann eine Möglichkeit gibt, wo ich das irgendwie reinbringen kann, aber war nicht. Bin alles abgelaufen, ne? Und habe dann versucht, auch den Zaun hochzuheben, aber der mit Strom, es war nicht viel. Wenn man angefasst hat, hat man es nicht gemerkt, aber wenn man es länger an der Hand hatte, dann, wenn man es länger in der Hand hielt, dann hat man das gemerkt. Und dann habe ich den halt hochgehoben und habe gedacht, vielleicht kriegt's ja unten drunter, aber das war zu wenig, ne? Der Abstand war, das machen die nicht, die Schafe. Die springen eher oben drüber. Und aber das wollte ich auch nicht. Ich habe das dann versucht runterzudrücken oder mal umzukippen ein bisschen. Aber dann hätte es sich vielleicht in diesen Zaun verheddert. Und das wollte ich dann auch nicht. Also bin ich zurück. Und dann habe ich hier jemanden im Dorf gefragt. Und habe aber nicht richtig verstanden, wie genau der Name war. Und habe dann einfach mal eingegeben, hier Schäfereien in der Nähe. Ja, bin ich aber Märkisch Oberland oder was weiß ich rausgekommen bei einem Schäfer. Oh, und der hat mir dann eine Telefonnummer zwar von einem anderen Schäfer gegeben, aber der hat gleich gesagt, boah, das muss geschlachtet werden. Und er hatte das auch. Und da waren immer so ein paar, die ausgerissen sind. Wenn die das einmal machen, machen die das immer wieder. Die müssen sofort geschlachtet werden. Er hat letztens 20 Stück geschlachtet, weil die immer wieder ausgebüxt sind. Und das ist ja auch gefährlich und so, ne? Und da habe ich zu ihm gesagt, entschuldigen Sie bitte, aber das wollte ich jetzt nicht von Ihnen wissen, sage ich. Das ist nicht mein Thema, weil ich möchte das auch nicht hören. Und ich habe mich dann bedankt bei ihm, dass er mir die Telefonnummer freundlicherweise gegeben hat von dem Schäfer. Und dann habe ich das Telefonat freundlich beendet. Und dann habe ich den Schäfer angerufen. Das war aber auch nicht der richtige Schäfer. Der hat mir dann wieder eine Telefonnummer von einer Schäferin gegeben. Die habe ich dann auch kontaktiert. Die ging auch ran, aber die war es auch nicht. Und die hat mir dann die Telefonnummer von dem Schäfer hier gegeben, der für diese Schafe zuständig ist. Sagte aber gleich, da ist selten jemand zu erreichen. Und so war es auch. Ich habe also keinen erreicht, weder unter der Festnetznummer noch unter der Mobilnummer. Dann habe ich drauf gesprochen und dann habe ich aber noch eine E-Mail geschrieben und habe geschrieben, dass dort halt eben ein Schaf
sich von der Herde eben abgemacht hat und aber zurück möchte. Das arme Schäfchen war ja total aufgeregt gewesen. Ich hätte ihm so gern geholfen, aber sowas tut mir immer in der Seele leid. Ey. Ich und Tiere, das ist, naja, egal. Also ich habe auf jeden Fall Bescheid gesagt, mehr konnte ich leider nicht tun. Und dann habe ich erstmal gefrühstückt und dann habe ich hier mal die Fächer sauber gemacht im Wohnmobil, ein bisschen Ordnung gemacht, sauber gemacht, alles. Und dann habe ich mich nochmal ein Stündchen abgelegt. Ja, und jetzt war ich gerade tanken. So, ich habe mich mal entschlossen, heute tanken zu fahren. Hier in der Nähe gibt es eine Tankstelle auf der polnischen Seite. Es ist nicht mehr so viel Unterschied, wie es mal war. Es sind noch 20 Cent jetzt pro Liter. Aber da ich ja sowieso in der Nähe bin, dann nutze ich das gerade gleich aus und fahre jetzt mal schnell tanken nach Koschen. Also natürlich auf die andere Seite, auf die polnische Seite nach Koschen. Ich bin jetzt einfach mal nach Koschen reingefahren, weil ich immer so dieses alte Dorfbild so mag. Mit so einem Dorfplatz und ja, wie es früher so war irgendwie auf den Dörfern. Das ist immer noch alles so ein bisschen ursprünglich hier. Und ich mag das. Und da habe ich gedacht, ich fahre mal um den Dorfplatz drumherum. Viele leere Storchennester, muss ich ehrlich sagen. So, da vorne kommt die Brücke. Und schon sind wir in Polen. Da vorne ist auch schon die Tankstelle. Also gleich nach der Brücke kommt die Tankstelle. Ja, ja, der hat mich schon die ganze Zeit bedrängelt. So, schon erledigt. Hat gekostet. 42 Liter 342 Zloty sind 75 Euro habe ich bezahlt. Für 42 Liter. Ja. Also das lohnt sich schon, wenn man in Polen tanken geht, aber ich habe halt jetzt einen halben Tank nur voll. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es lohnt sich nicht so richtig. Aber na klar lohnt sich das, wenn man mal hier rüber fährt. Ne? Also, haben wir ein kleines bisschen Geld gespart, ist wieder eine Stellplatzübernachtung. So, dann fahre ich wieder zurück. Das war's. Tut mir, ich bin froh, wollte ich sagen, es tut mir gut, wenn ich ja mal so ein, zwei Tage jetzt so Auszeit habe. Ich habe auch vor, morgen noch hier zu bleiben, einfach um mich auszuruhen. Dann, wenn es nach Hause geht, dann habe ich wieder Vollpower zu tun. Dann ist der Garten erstmal dran. Psst, Fliege. Dann ist der Garten erstmal dran und wie es dann so ist, naja, dann ist wieder Arbeit da und deswegen genieße ich noch ein, zwei Tage und dann geht's wieder ab nach Hause. Ja, Hallöchen. Hallo. So, heute habe ich mal einen ruhigen gemacht, habe alles überspielt, was zu überspielen gab, an Videos, Bildern etc. Und dann war ich jetzt nochmal mit Dolden im Dorf. Und bin so eine Runde gelaufen und habe mir das mal angeguckt,
weil es gibt dort ein Mausoleum von so einer Familie. Ich glaube, ich habe gelesen, aus dem 17. Jahrhundert. Ich muss mir das nochmal in Ruhe durchlesen. Auf dem Friedhof und überall kleine Gedenkstätten an den Krieg, an den Zweiten Weltkrieg. Ja, sowas berührt mich natürlich immer, weil hier ja auch die Grenze war und die Flüchtlinge, so viele kamen und meine Oma auch Flüchtling war, wie viele andere auch. Und habe letztens so einen Opi hier auf der Straße gefragt, nach dem Weg. Ach, und der wusste das nicht und der war bestimmt schon weit über 80. Und der hat mir dann so erzählt, dass er auch Flüchtling ist und dass die erste Stelle das war nach der Grenze hier, ist ja unmittelbar, ne? Und dass er auch eben ja hier sich niedergelassen hat. Der ist auch gar nicht groß rausgekommen hier. Wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Das war so rührend gewesen. Und das haben sie hier schön gemacht. Also es gibt überall so kleine ja, Denkmäler, wo man an diese Zeit eben und an die gefallenen Soldaten und an die Familien, die betroffen waren, hier eben gedenkt. Und das fand ich, finde ich also wirklich sehr schön. Das Dorf ist ganz hübsch, muss man sagen, wirklich. Also hat viele alte Villen von früher, die noch vor dem Krieg gebaut worden sind. Und hat, das hat mir besonders gut gefallen. Ja, im Allgemeinen halt ein sehr schönes Plätzchen hier, ne? Und dann sind wir genau wieder da an der Stelle rausgekommen im Dorf, wo dieses alte Tanzlokal ist. Ja, und dann sind wir über den Deich zurückgelaufen und jetzt hat Dolden erstmal natürlich sein Chop-Chop gekriegt. Und jetzt macht Frauchen ihr Chop-Chop. Und heute gibt's mal wieder was Gekochtes. Die letzten Tage hatte ich nicht so viel Appetit auf Gekochtes, weil es so warm war. Und da habe ich mir einfach immer nur Tomaten, Gurke, Schafskäse und sowas halt, so ein bisschen griechischen Salat gemacht. Und aber heute will ich mir mal eine Kleinigkeit kochen. Das wird dann auch für morgen noch reichen. Und zwar gibt es bei mir heute Tomaten und Zucchini mit Speck, Knoblauch halt und Nudeln dann dazu. Und ich esse das immer ganz gerne mit Speck. Normalerweise gehört richtiger Bauchspeck rein, aber das kriegst du nicht immer bio. Und ich nehme ja, wie ihr wisst, gerne bio. Also müssen es die kleinen Würfelchen tun. Und die lasse ich jetzt ein bisschen anbraten. Aber die sind so mager. Da muss ich jetzt ein bisschen Öl mit dazu machen. Weil da ist nicht viel Fett drin. Das ist nur für den Geschmack. Die lasse ich jetzt anbraten. Und dann habe ich Tomaten gekocht. Die schäle ich jetzt, weil frische Tomaten sind für mich persönlich wesentlich bekömmlicher als Tomatensauce, als diese fertige Tomatensauce, die passierten Tomaten. Also da habe ich weniger Probleme damit, weil durch die Säure muss ich immer ein bisschen aufpassen. Aber bei den frischen Tomaten, das bekommt mir wunderbar. Deswegen mache ich mir immer die Mühe, koche die frisch, schäle die und dann ja, kommen die dann da rein. So, das habe ich jetzt alles hier drin. Das ist immer ein bisschen tricky mit den Tomaten, weil man die ja dann auch den Strunk rausschneiden muss. Das schmeckt ja nicht. Und das so im Wohnmobil mit wenig Platz, da, das ist immer so ein kleines bisschen tricky. Aber es lohnt sich, weil, wie gesagt, schmeckt viel besser mit frischen Tomaten. Das lassen wir ein bisschen durchköcheln. Dann kommen noch ein bisschen Gewürze rein und ein bisschen Frühlingszwiebeln. Dann gibt es Nudeln dazu und Parmesankäse und ja, haben wir ein leckeres Essen. I did a lot of bad things and never did I give in. Just cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt till you entered my door, and from that moment I knew that a home is whatever you
takes just one kiss. Many years have gone by, many tears have dried out. I know that I will be with you as long as you still want me to. So, liebe Videofreunde, das war's. Meine Oder-Tour ist beendet. Ich habe mal meine Tour genannt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Und da unter dieser Rubrik werde ich jetzt auch immer wieder mal Touren zeigen, wo ich hier einfach in der Nähe unterwegs bin. Weil es ist ja in der Zeit im Moment so, die Menschen können sich nicht mehr so sehr viel leisten oder haben auch Angst und legen Geld zurück und machen nicht mehr so große Touren, was auch völlig verständlich ist und normal ist. Aber es gibt immer irgendwo, auch in der Nähe, schöne Regionen. Man muss wirklich nur die Augen aufmachen. Das habe ich die Woche so ganz doll gemerkt, dass man einfach nur genau hinschauen muss. Wir haben ein sehr, sehr schönes Land. In Deutschland ist es auch schön. Und manchmal, wie gesagt, muss man überhaupt nicht lange oder weit wegfahren. Ich habe noch nicht mal eine Tankfüllung gebraucht diese Woche und war auch viel unterwegs gewesen. Und ich habe so schöne Regionen gesehen, so schöne Landschaften, schöne Dörfer, Sonnenblumenfelder, andere Blumenfelder, wunderschöne Alleen, diese Lindenalleen hier, wo man durchfährt, also das ist, oder langfährt, das ist einfach ein Traum. Und ich höre das immer wieder auch von den Schweizern, die uns schreiben, einige Schweizer haben uns geschrieben und sich immer wieder bedankt, wenn wir aus der Schweiz berichtet haben, dass wir aus ihrem Land solche schönen Reiseberichte zeigen. Sie selber würden das gar nicht mehr so sehen. Und es ist so. Natürlich spielt das Wetter eine große Rolle. Also ich hatte jetzt also wirklich mega cooles Glück gehabt diese Woche. Es war weder zu warm noch zu kalt. Es war klare Luft. Es war nicht schwül. Wunderbar. Es ist leider absolut zu trocken. Es tut mir so leid für die ganzen Bäume. Gestern war es hier relativ stürmisch. Also hier sind viele Äste abgeknickt. Die sind so trocken, die Äste. Mir tut das wirklich für die Bäume und für die ganzen Pflanzen unheimlich leid. Das ist der Nachteil. Aber so zum Reisen die Woche war es wirklich, also wirklich schön gewesen. Ich habe mich gut erholt. Der Grund, warum ich unbedingt wechseln wollte, war ja auch der Geburtstag meiner Mama. Und das war auch gut so, weil dann ist man doch ein bisschen abgelenkt. Und ich habe mir ja auch extra viel reingepackt, damit ich abgelenkt bin. Und das war auch wirklich gut. Jetzt habe ich schon Blümchen gekauft. Und die bringe ich jetzt natürlich als allererstes, bevor ich nach Hause fahre, zum Friedhof. Und ich brauche ab und an auch wirklich so eine Auszeit mal für mich alleine. Ich finde das alleine Reisen mittlerweile hin und wieder wirklich erholsam, weil man einfach tun und lassen kann, was man möchte. Und ich bin auch produktiver, ne? Weil ich muss nicht jeden Abend so viel kochen. Ich mache mir dann halt auch mal was Kleineres und so. Wenn Michael da ist, dann möchte ich schon immer ein vernünftiges Essen da haben. Er möchte das auch. Und von daher habe ich da viel mehr Arbeit. Und ich bin, wenn ich alleine unterwegs bin, wesentlich produktiver, probiere mehr aus, nehme mir wesentlich mehr Zeit zum Fotografieren und zum Filmen, als wenn ich zu zweit unterwegs bin. Das muss ich echt sagen. Also, und das ist einfach erholsam. Auch mal so, ich bin zwar zu Hause auch viel alleine, aber da hast du deinen Alltagstrott. Das ist anders. Ja? Da ist man wirklich so in dem Alltagstrott drin. Hier genießt man es auf eine andere Art und Weise. Und speziell dieser Stellplatz hier in Ratzdorf, der hat es mir besonders angetan. Also hier fahre ich mit Sicherheit hin und wieder her. Und wenn es für 2-3 Tage sind, hier kannst du zu jeder Jahreszeit sein, ist egal wann. Es ist wunderschön hier, erholsam, hat gut getan für die Seele. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Inspirationen mitgeben.
macht das auch einfach mal. Fahrt einfach mal ins Land raus. Einfach mal um die Ecke gucken, was gibt es in der Nähe für Stellplätze. In jedem Bundesland gibt es das. Und macht das einfach mal. Man muss nicht ganz auf die Urlaube verzichten. Man kann auch wirklich kleine Geschichten machen und die tun gut. Heute habe ich auch übrigens gesehen, zwei Autos, das waren auch so selbst ausgebaute kleine Autos, hier mitten im Feld gestanden. Es geht. Wunderbar. Also, und ihr Frauen, traut euch. Im Übrigen, ich kriege ja wirklich wunderbare, nette Nachrichten von euch. Traut euch einfach auch. Und wenn ihr wollt und wenn ihr Lust habt, können wir ja mal ein Frauentreffen organisieren. Aber wirklich nur Frauen. Zum Beispiel bietet sich der F60 für sowas sehr gut an. Für so eine Treffen könnte man das gut machen, weil man da eben also sehr viel Platz hat. Und man hat, glaube ich, dort also die Toiletten. Ich benutze die ja nie. Und es wäre ja dann auch nur für 2 Tage. Und von daher braucht man da ja auch nicht unbedingt irgendwo alle Versorgungsmöglichkeiten. Aber wenn jemand ein Handicap hat und sagt, er muss eben auf dem Campingplatz, dann kann man auch das organisieren. Also wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt, können wir das gerne mal machen. Schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare. Und ja, dann können wir da gerne mal einen Schuh draus machen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt schön gesund, bis bald, macht's gut, tschüss.